Schade, ich dachte, ich würde irgendwie die Leute aus ihren Bannen befreien. Aber nein. Gut, was schmeiße ich denn jetzt mal weg? Sowas hier. Wenn wir hier so einen Goldbar mitnehmen können. Oder keine Ahnung was. Achso. Was haben wir hier? Schülerkapuze. Ist natürlich auch wieder alles voll. Meine Güte. Hier. Federfalle. Weg, brauche ich nicht. Was haben wir noch? Kleine Krähenfußfalle. Also von Fallen bin ich bisher noch nicht begeistert. Weil ich kann unbedingt einen Sinn darin sehe. Ich meine, die funktionieren wahrscheinlich ähnlich wie die anderen Fallen, aber... Also die Fallen, in die ich reintreten kann. Aber eigentlich denke ich mir so... Ja, nö. Ne? Ist vielleicht ein fehlerhafter Gedanke, aber ich denke, ist mir halt so... Ja, nö. Liliana, wir brauchen dich mal. Mach mal. Und schon ist das Inventar wieder voll. So in etwa. Okay. Dann lass jetzt mal in das Zentrum hier wieder reingehen. Überladenes Inventar. Ja, ich weiß. So, was haben wir hier? Das konnten wir sogar mitnehmen. Ist ja erstaunlich. Das ist ein Besänftigter. Da gucke ich gleich mal. Du hast dabei Zeug. Nehme ich mit. So. Guten Tag, Herr vorne zu Besänftigter. Danke. Was für eine unangenehme Erfahrung. Das ist eine Frau. Okay. Gut, dann gehen wir halt hier hoch. In den vierten Stock. Wie viele Stockwerke hat denn dieser Turm noch? Ich habe keine Ahnung. Scheint auf jeden Fall noch nicht das Ende erreicht worden zu sein. Das kann nicht so weitergehen. Wir müssen dem ein Ende bereiten. Boah, Captain Obvious hat gesprochen. Eine weitere abgeschlossene Kiste. Ich würde sagen, so langsam kommen wir an die Lyrium-Tränke, die wir brauchen für die Quest. Alles entspricht deinen Wünschen, mein Ritter. Unsere Liebe und unsere Familie übertreffen deine kühnsten Hoffnungen. Was in Andrastes Namen geht hier vor? Gebt ihm frei, unreiner Dämon. Ich befehle euch, eure Missetaten an diesem Mann sofort zu beenden. Hast du was gehört, Schatz? Es ist nichts, Liebling. Nur die Tür. Ich gehe schon. Die Kinder sind mit dem Abendessen fertig. Bring sie zu Bett. Ich sehe nach, wer da ist. Beeil dich! Die Kinder wollen einen Gute-Nacht-Kuss von dir. Es dauert nur einen Moment, Liebling. Ihr unterbrecht einen privaten Moment voller Liebe. Ich hasse Unterbrechungen. Ihr habt diesen Templer verzaubert, nicht wahr? Ach, ich mag keine Dämonen, doch ich mag Dämonen. Hier ist nichts privat und schon gar keine Liebe. Immer wollte. Was ist daran schlecht? Sein Glück ist eine Illusion. Ja. Gefühle sind niemals greifbar. Ihr könnt sie weder sehen noch berühren. Aber meist werden sie durch reale Ereignisse und Personen ausgelöst. Was ihr ihm angetan habt, ist abscheulich. Ich sah seine Einsamkeit und den Wunsch nach einer Familie, die ihn liebt. Sie lebt von seinen innersten Wünschen und nimmt ihm den Willen. Das ist unheilig.
Niemand hätte je sein Herz geschaut. Er kannte es ja selbst nicht. Habt ihr ihn zu euren Sklaven gemacht? Ihr glaubt also, ihr tut etwas Gutes. Wir sind Partner. Ich gebe ihm, was ihm niemand sonst geben kann. Und durch ihn erfahre ich, was es heißt, sterblich zu sein. Aber alles gegen seinen Willen, ne? Er verdient es, von euch befreit zu werden und sein Glück, sein eigenes Glück zu finden. Welches Glück? Sein bisheriges Leben war leer und er bereut sein Gelöbnis. Dorthin wollt ihr ihn zurückschicken? Ich will nichts von euch. Ich habe, was ich brauche. Ich bitte nur darum, dass ihr uns in Frieden lasst. Damit ihr ihn aussaugen und zum nächsten gehen könnt? Dennoch werden die Templer kommen und irgendwann euch holen. Vielleicht werden wir entkommen. Vielleicht auch nicht. Ihr seid in einer interessanten Lage. Ich lasse euch am Leben. Oh, macht mit dem, was ihr wollt. Ich lasse euch am Leben. Ich danke euch, falls euch das irgendwas bedeutet. Ihr werdet uns nicht wiedersehen. War das das Richtige? Es scheint falsch zu sein, aber der Mann ist glücklich. Und das ist doch etwas Gutes, oder etwa nicht? Komm, Liebling, wir machen einen Spaziergang. Die Kinder möchten, dass du ihnen die Sterne am Nachthimmel zeigst. Ein Herz für Dämonen, ja, an dieser Stelle. Ja? Ich meine auch, wenn... Ich weiß ja nicht, ne, aber... Wenn der Mann halt sowieso mit seinem eigentlichen Gelöbnis halt nicht zufrieden ist und es halt hier in diesem Universum oder halt auch zu dieser Zeit oder was auch immer es unrühmlich ist, wenn man sich dann halt scheiden lässt und sowas. Da denke ich mir halt so ein bisschen so... Dass sie doch in ewiger Illusion quasi vor sich hin leben. Manchmal ist die Fantasie oder halt das, was einem vorgegaukelt wird, das, was einem zum Schein vorgebracht wird, dann doch noch schöner als dann die tatsächlich wahre, bittere Realität. Ich sage nicht, dass jeder danach leben sollte. Aber manchmal ist sowas dann tatsächlich einfach schöner für den Seelenfrieden. Und der Dämon war jetzt nicht wirklich bösartig. Na, auch der Dämon hat quasi seinen Nutzen daraus gezogen und quasi ja einfach auch nur sein Ziel verfolgt, um glücklich zu sein. So, Flaschen kommen, packen wir auch mal weg. Konzentrierte Todeswurzelextrakt. Ja, können wir noch gebrauchen für Liliana. So, nun aber hier weitersuchen. Da haben wir die Handschuhe rausnehmen. Haben wir noch zwei Plätze. Hier der Spiegel. Och du Scheiße. Sonnenblond. Und schon wieder ist mein Inventar voll. Na, Rollenspiel-Messi, sag ich dir. Rollenspiel-Messi. Furchtbar. Diese Runen, ne? Weg. Weißer Runenstein können wir verschenken. Eissalbe kann weg. Erstmal. So. Wir brauchen einmal Platz, damit wir überhaupt alles mitnehmen können. Es ist so furchtbar. Hallo. Ist ja gut. Alles wird gut, haben sie gesagt. Also, ne? Locker bleiben. Kakao trinken.
Wenn die anderen sich da um die 500 Templer kümmern, ne, machen wir hier erstmal den Blutmagier. So, Liliana kann mal ganz kurz hier die Falle entschärfen. Wenn das wirklich wendig wäre, könnte Liliana vielleicht mal hier rumgehen und die Falle entschärfen. Aha, geht doch. Geht nicht, gibt's nicht oder so ähnlich, ne? Und der Templer kriegt da den Heiler nicht out. Typisch Paladin. So. Was haben wir hier? Achso, wieder zum Aufschließen. Ich könnte das machen. Ja, dann mach mal. Fähigkeit unzureichend? Was? Gibt's ja nicht. Fluss. Spat. Dieser ungeschliffene Stein hat die Farbe von Honig. Den ich nicht mitnehmen kann. Das zerstören wir auch mal. Können wir das hier mitnehmen? Ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, ist so eine andere Geschichte. Wird erledigt. Guten Tag. Ozean, Besuch. Ich würde euch ja unterhalten, aber das ist viel zu anstrengend. Danke, Dämon. Danke, Dämonen zu töten ist mir Unterhaltung genug. Wer ist dieser Mann und was habt ihr ihm angetan? Er ruht sich nur aus. Der arme Kerl war sehr müde. Ihr wollt euch uns doch sicher auch anschließen. Anschließen wofür? Möchtet ihr euch nicht einfach hinlegen und das alles vergessen? Alles hinter euch lassen? Kann die Augen nicht offen halten. Jemand zwicken. Ich höre nicht auf eure Lügen, Dämon. Ihr habt keine Macht über mich. Widersteht. Ihr müsst widerstehen. Sonst sind wir alle verloren. Warum kämpft ihr dagegen an? Ihr verdient mehr. Ihr verdient eine Ruhepause. Die Welt dreht sich auch ohne euch weiter. Dam, dam, da. Neue Quest in Träumen verloren. Wo bin ich hier? Was ist das für ein Leuchten? Sieht irgendwie wichtig aus und irgendwie auch nicht da. Duncan! Ah, da bist du ja. Ich störe doch wohl nicht. Nein. Willst du etwas von mir? Warte, du bist doch tot. Tot? Ich? Ich stand oft kurz davor. Aber den letzten Schritt bin ich nie gegangen. Ich wollte nur sicherstellen, deine andere dass du Synchronstimme? Hier glücklich bist. Diese Hallen wurden von den ersten grauen Wächtern erbaut. Atemberaubend, nicht wahr? Der hat eine andere Synchronstimme als am Anfang des Spiels, ne? Warum sind wir hier, statt die dunkle Boot zu bekämpfen? Ich weiß nicht, irgendwas stimmt nicht. Alles ist, wie es sein sollte. Wir haben die dunkle Brut geschlagen. Es herrscht Friede auf der Welt. Das stimmt nicht. Frieden auf der ganzen Welt gibt es nicht. Jetzt schon. Zum ersten Mal in der Geschichte. Und du hast dabei eine wichtige Rolle gespielt. Erinnerst du dich nicht? Nein, ich dachte, die dunkle Brut wäre immer eine Bedrohung. Es war ein Triumph für uns alle. Der Erzdämon wurde besiegt und die unterirdische Höhle in Brand gesetzt. Das ist unmöglich, du verbirgst etwas von mir. Du Narr, ich habe dir so viel gegeben und das ist jetzt der Dank. Kannst du nicht einfach den Frieden annehmen, den ich dir biete? Du bittest Selbstzufriedenheit, nicht Frieden. Dich stellen wohl wirklich nur Krieg und Tod zufrieden. Nun gut, hier sind Krieg und dunkle Brut. Mögest du dabei untergehen? Yay!
Nieder mit Duncan! Zack! So, der nächste bitte. Immer fester Ruf. Ah, okay, ist eine magische Falle. Natürlich auch ganz toll. So, ab zum nächsten. Er ist hingefallen und kann alleine nicht mehr aufstehen. Zack.